Herzlich willkommen in Berlin, Carsten Czeski, ING-Chefvolkswirt. Wir sehen uns ja seit 5 Jahren ungefähr Anfang des Jahres regelmäßig zu so einem kleinen Vorausblick irgendwie. Das finde ich sehr schön, dass das auch dieses Jahr klappt unter den veränderten Bedingungen. Ganz kurz über Sie, wer ist Carsten Czeski und was ist die Aufgabe eines Chefvolkswirts? Das interessiert, glaube ich, ganz, ganz viele. Ja, erstmal vielen Dank wieder für die Einladung, auch jetzt in anderen Umständen. Es geht mittlerweile eigentlich kein Januar und kein Treffen in Berlin ohne diesen Blick in die Glaskugel bei Optimal Systems. Gehört mittlerweile zum Standardprogramm. Wer ist Carsten Czeski? Ursprünglich aus Berlin, dann in die weite Welt, in vor allem USA, Benelux und jetzt wieder zurück in Frankfurt. Als Chefvolkswirt der ING, was macht so ein Chefvolkswirt? Ist so ein bisschen eigentlich wie die Leute, die wir vom Wetterbericht kennen. Ja? Irgendwie um kurz vor 8 vor der Tagesschau. Also wir müssen immer unheimlich gute Ideen haben, warum jetzt morgen die Sonne scheinen wird oder ob es regnen wird. Und das ist dann bei uns für Kunden, ist aber auch für den Vorstand von der Bank, für Entscheidungsträger, damit die eigentlich wissen, ob sie den Regenschirm mit rausnehmen müssen oder Sonnencreme einpacken. Wir haben ungefähr eine genauso gute Trefferquote wie die Meteorologen. Also nicht immer ganz so gut, sind aber extrem gut im Erklären, warum es gestern schönes Wetter gab oder schlechtes Wetter gab. Ja, dafür sind wir ein bisschen da. Wir müssen eigentlich Geschichten erzählen und wir müssen Prognosen machen. Und wofür braucht es so eine Bank eigentlich einen Chefvolkswirt oder einen Volkswirt, um einerseits ja ein bisschen Kenntnis, Expertise im eigenen Haus zu haben, ja, zu Konjunkturthemen, zu Finanzmarktthemen, wo bewegen sich die Zinsen hin, für eine Bank extrem wichtig, wo geht die Arbeitslosigkeit hin, was machen Wechselkurse und aber auch nach außen hin, ja, für unsere Kunden, das sind dann meistens eher die Geschäftskunden, die wir natürlich auch darüber informieren und denen wir damit dann nochmal eine extra Dienstleistung anbieten. Und der andere Punkt, der letzte Punkt ist eigentlich auch nach außen Medien. Ja, also zeigen wir eigentlich auch unseren Kunden, dass wir halt als Bank mehr haben als nur attraktive Produkte und Dirk Nowitzki, sondern auch noch irgendwie ein Chefvolkswirt, der ein bisschen was versteht von Finanzmärkten und Konjunktur. Wir reden ja eigentlich über Digitalisierung, also wir speziell bei Optimistisms reden über Digitalisierung und das ist ein weiter Begriff. Ne? Da gibt es ganz viele Interpretationen, viele Definitionen. Was ist Digitalisierung für Sie als jemand, der aus der Finanz- und Bankenwelt kommt? Was ist da Digitalisierung? Ja, da ist natürlich, ich arbeite für eine Bank, die in Deutschland keine einzige Filiale hat. Also wir sind, ja, in Deutschland haben wir häufig so die Online-Bank. Also das ist schon mal Digitalisierung. Ja. Wir sehen uns als digitale Bank. Ich kann erstmal anfangen, persönlich ist natürlich Digitalisierung für mich, ich habe keine Zeitung mehr. Ich lebe eigentlich nur noch aus meinem Smartphone und vom Computer. Also Informationen ziehe ich mir eigentlich nur noch digital. Ich habe jetzt auch sicherlich in Corona-Zeiten mit Homeoffice Digitalkontakt, ja, Kommunikation zu den ganzen internationalen Kollegen, die ich weltweit habe. Auch Kundenkontakte digital. So, und dann, was ist Digitalisierung in der Berufswelt bei uns? Ist natürlich auch Prozesse einerseits, also dass wir auch mal Backoffice-Prozesse haben, die digitalisiert sind, mit denen wir auch sicherlich bei uns, bei der Bank, sehr schnell sind, ja, deutlich schneller als andere Konkurrenten. Aber auch, und dann ist dann der nächste Schritt, und der ist halt in Deutschland noch schwieriger, aber Effizienz können wir in Deutschland, ja, aber der schwierigste ist, neue Produkte, neue Dienstleistungen anzubieten. Mhm. Also auch Geschäftsmodellmodifikationen. Geschäftsmodell, genau. Ja, oder in dem Fall, was wir jetzt auch machen, also unterschiedliche Formen der Kommunikation zu finden. Mhm. Nicht mal irgendwie eine Pressemitteilung rauszuschicken, ja, sondern halt irgendwie über Plattformen zu gehen, andere Formate rauszuschicken. Und bei uns natürlich auch andere Produkte anzubieten, die dann auch ein Kunde, der vielleicht vor 10 Jahren immer noch in seine Filiale gegangen ist, um sich da beraten zu lassen von dem traditionellen Kundenberater, muss jetzt so Produkte anbieten, dass ein Kunde die auch versteht, ohne dass da noch ein Berater dazwischen steht. Ja, und das ist auch für mich Digitalisierung. Eine etwas provokative Frage. Haben wir das Neuland verlassen? Also das ist ja mal so ein Begriff gewesen, den jeder, glaube ich, zuordnen kann, aber wie läuft die Digitalisierung in Deutschland? Am besten so vielleicht von Ihnen persönlich auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist Neuland, da sind wir noch. 10 ist digitales Traumland. Wo stehen wir da?
Ganz ehrlich, ich bin vor 6 Jahren aus Belgien nach Frankfurt wieder gezogen und dachte da ganz ehrlich, wir sind immer noch im Neuland. Ja? Also Belgien stand davor, bei mir nicht in meiner persönlichen Rangliste ganz weit oben im Sinne von Digitalisierungsparadies, aber als ich nach Deutschland wieder kam, war das wirklich trockenes Neuland. Unerkundet, wo man hinging, ob man zu Behörden hinging, ob man irgendwie sich anmelden wollte, ein Konto eröffnen wollte, Anträge stellen. Geschwindigkeit von Internet, ja, das war vor 6 Jahren schrecklich. Wenn ich jetzt eine Note geben müsste, würde ich sagen, wir haben Schritte gemacht, aber genau, er war stets bemüht, er hat gut mitgearbeitet. Eine 4 oder eine 5, ganz deutlich. Ja? Und das kann man natürlich auch wirklich, das kann ich bei internationalen Vergleichen sehen. Ja? Und das ist natürlich, diesen Blick außerhalb von Deutschland, den sehen wir in Deutschland nicht so gerne. Mir fiel auch auf, als ich zurückkam, dass wir irgendwie doch gerne, also was ist für uns Ausland in Deutschland? Erstmal ein bisschen zugespitzt gesagt, Urlaub und Exportbestimmung. Aber was da sonst so passiert, interessiert uns eigentlich nicht. Und dass uns aber jetzt, wenn wir uns mal wirklich Ranglisten anschauen, dass uns viele andere Nachbarstaaten den Rang abgelaufen haben, wenn es zu Digitalisierung hinkommt. Ja? Skandinavien, Benelux, baltische Staaten, die sind alle echt einen deutlichen Schritt weiter. Österreich hatte vor ein paar Jahren sogar mal ein Ministerium für Digitalisierung schon. Ja, da kamen wir gerade erst so ganz langsam zu einer Staatssekretärin, die dann aber eher über fliegende Taxis gesprochen hat. Also bei uns ist das immer noch, es läuft sehr langsam an. Ich kann mich auch aus eigener Erfahrung im Kontakt mit Kunden, mit Unternehmenskunden erinnern, dass wir so vor 4, 5 Jahren häufig auch über Internet of Things gesprochen haben, über Digitalisierung. Und da war häufig doch der erste Reflex immer noch, ach, hör mir doch auf, das kenne ich noch von irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da war auch Internet. Genau. Und das haben wir auch alles, so ein neumodischer Kram, das ging auch vorbei, das ging auch vorbei. Ja. Und dann kommt der Volkswirt, der sagt, ja, warum ging das Anfang der 2000er Jahre vorbei? Weil wir damals nämlich Glück hatten. Also wir hatten Können der Unternehmen, die haben sich umstrukturiert, die haben gesagt, hör mir doch auf hier mit neumodischem Zeug, ich mache weiterhin ordentliche Produktion, ich werde nur noch effizienter. Wir hatten Glück, wir hatten die Osterweiterung der EU, damit gab es billige Arbeitskräfte in Osteuropa. Wir hatten dann auch noch den Aufmarsch von Asien und vor allem China, ein enormer Nachfragebedarf an deutschen Produkten, also traditionelle Industriegüter. Und damit war natürlich jetzt, wenn ich dann so mal 15 Jahre, 20 Jahre später komme, sage ich, ja, kommen die jetzt schon wieder? Das kenne ich doch noch von damals. Und es hat in Deutschland unheimlich lange gedauert, um festzustellen, dass das jetzt nicht irgendwie nur eine Modeerscheinung ist, sondern dass sich halt wirklich die Weltwirtschaft verändert. Und es wird keine Weltwirtschaft ohne Industrie sein. Ja, das ist auch Unsinn. Wir werden nicht alle irgendwie alle nur App-Entwickler sein können. Aber wir sehen, dass ja, China, USA und auf dem Gebiet von Hightech, von Digitalisierung durch den Rang abgelaufen haben. Und wenn wir jetzt noch weiter weg wollen aus diesem Neuland, ja, hin zu irgendwie digitalem Paradies, dann brauchen wir erstens natürlich noch eine viel bessere Infrastruktur. Da wird es endlich so langsam dran gearbeitet. Hatten wir auch ja noch vor Corona schon mal auch wieder so einen Digitalisierungspakt. Und wir müssen aber auch, das kann alles nicht nur vom Staat kommen, die Unternehmen haben, die sich wirklich darauf einlassen und die halt nicht nur Digitalisierung als Effizienzgewinn ansehen, ja, wo ich vielleicht rationalisieren kann, automatisieren kann, sondern das auch wirklich als Chance ergreifen, um neue Produkte, neue Dienstleistungen anzubieten. Die grundlegende Basis der eigenen Existenz eigentlich, ne? Die Digitalisierung als Basis der eigenen Existenz, auch als Herstellungsbetrieb zu verstehen. Ja, ganz genau. Und das ist natürlich immer, was wir jetzt ja durch die Pandemie so ein bisschen sehen. Also auch die Frage, ist die Pandemie der große Game Changer oder ist eigentlich nur Beschleuniger von gewissen Entwicklungen? Ja,
haben kurz davor drüber gesprochen im Vorgespräch, ja, Schule zum Beispiel, ist natürlich auch unheimlich wichtig, also unsere, da sind wir auch echt viel weiter zurück als Nachbarländer, wenn ich mir das anschaue von der Digitalisierung, vom Homeschooling, das ist wichtig, aber auch natürlich, dass ich die Infrastruktur bieten muss, also dass wir irgendwie eine Videoplattform, dass die bei mir auch funktioniert, ja, zu Hause und nicht immer einstürzt, wenn mein Sohn vielleicht am Game ist im Nebenzimmer. Und da passiert jetzt einiges, aber wir sehen natürlich auch, dass jetzt auch Unternehmen gezwungen werden, ne, durch die Pandemie, um ihre Geschäftsstrukturen zu verändern. Das sehen wir jetzt natürlich genau in diesen Bereichen, die am härtesten getroffen werden durch die Pandemie. Das ist Einzelhandel, also all die Sektoren, die gezwungenermaßen geschlossen wurden, die müssen jetzt ein bisschen auch umdenken. Und dann ist es auch interessant zu sehen, dass eigentlich viele davor diesen Wettbewerb der reinen Online-Retailer, ohne meinen Namen zu nennen, scheinbar noch nicht mal angenommen hatten. Und jetzt ganz schnell sehen müssen, hey, aber ich kann natürlich doch auch versuchen, ein Online-Angebot ins Internet zu stellen, sodass dann vielleicht mein Kunde, der sonst in den Laden reinkommt, nur noch an der Tür steht und ich ihm dann die Produkte an der Tür verkaufen kann. Einige Unternehmen in Deutschland hat es jetzt schon doch ein bisschen erwischt. Wir haben die ersten Insolvenzen, die ersten Geschichten davon. Was sind so kleine Empfehlungen, die Sie traditionellen Herstellern geben, wie sie im Weltmarkt weiter Schritt halten können im Zuge der Digitalisierung mit Blick auf das, was wir 2020 gelernt haben? Ich muss natürlich aufpassen. Ich kann mir nicht anmaßen, jetzt irgendwie um mehr von dem Geschäft zu wissen als der einzelne Unternehmer. Denke, was man allgemein jetzt sagen kann, diese Krise hat etliche strukturelle Entwicklungen, die wir in Deutschland bekommen mussten, beschleunigt. Wie kann ich mich darauf einstellen? Ich kann mich doch darauf einstellen, wie ich doch aktuell nochmal investiere. Ja, das ist schwierig. Das ist natürlich auch angesichts so einer unsicheren Zukunft, ist das schwierig für Unternehmen zu sagen, hey, ja, jetzt doch nochmal lieber investieren. Aber ich würde sagen, die Krise als Chance benutzen. Also abgedroschen, wie sich das anhört, die Krise als Chance benutzen, investieren. Also gucken, habe ich immer noch eine veraltete Infrastruktur oder würde ich da auch mal nachlegen? Sind meine Mitarbeiter wirklich geschult für Digitalisierung, für digitale Anwendung? Wenn nicht, da nachlegen, ja, weil was ja auch noch hinzukommt in Deutschland, wir werden alle älter, demografischer Wandel, also ich muss auch immer mehr in meine Mitarbeiter hinein investieren, denn wir hatten ja vor der Krise auch schon Fachkräftemangel, also das ist schwierig, lieber investieren, als zu hoffen, dass ich irgendwo anders vielleicht besser Qualifizierte finden kann. Und der nächste Schritt ist dann wirklich gut drüber nachzudenken, wie sich jetzt die Welt verändert oder verändern wird und ob meine Produkte, die ich heute anbiete, auch noch die Produkte von morgen sind oder ob ich doch mehr Dienstleistungen anbieten muss. Und dann kommen natürlich noch so ganz andere Trends, die auch noch eine Rolle spielen, die wir jetzt teilweise vergessen. Ja? Nachhaltigkeit, Klimawandel. Also vielleicht bewegt sich das auch weg von dem reinen Besitzen wollen von Produkten hin zu einer Shared Economy. Ja, dass ich vielleicht eher Dienstleistungen anbiete oder ein Produkt im Umlauf habe, weil ich dann immer wieder zurücknehmen muss. Also dass ich vielleicht auch als Produzent von einem normalerweise einem harten, festen Gut auch überlege, vielleicht möchte ich mehr die Dienstleistung, ja, das Mieten eines Produktes anbieten. Also ist das auch der Trend, den ich vielleicht verpassen könnte. Wo bin ich überall? Ja? Bin ich wirklich noch sehr stationär unterwegs? Habe ich irgendwie, keine Ahnung, meinen Laden, meinen Showroom und biete etwas an? Oder muss ich doch auch an meiner Online-Präsenz arbeiten? Muss ich Plattformen entwickeln? Kann ich zusammenarbeiten mit anderen? Ja? Weil das denke ich auch, dass die nächsten Jahre werden auch die Jahre werden, in denen sich die Weltwirtschaft so verändert. Also wir kennen natürlich in Deutschland, da sind wir auch stolz drauf, auch zu Recht, den großen gehobenen Mittelstand. Ja, davon lebt die deutsche Volkswirtschaft. Wenn man sich aber anschaut, wie sich die Welt verändert, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir eine Polarisierung erleben werden. Also wir werden die großen Multinationals bekommen. Da haben wir auch sicherlich einige weiterhin in Deutschland. Und dann geht es aber nach unten hin zu den agilen, ja, auch dieses schöne Modewort, agilen Startups, die schnell sind, die innovativ sind, die sich auch mal wieder verändern können. So, und das kann natürlich heißen, dass ich irgendwie, ja, als Mittelständler, der lange immer das Gleiche gemacht hat, irgendwie zerrissen werde. Entweder hin zum Multinational oder nach unten hin zum Startup. Und da muss ich auch drüber nachdenken. Ja, und wenn ich mir auch die Altersstruktur anschaue in deutschen Unternehmen, dann sehen wir sehr viel, dass jetzt in den letzten Jahren immer noch viele
mal Manager, Vorstände waren, die da auch Anfang der 2000er Jahre waren. Also wir sehen, dass jetzt eigentlich so eine ganze Welle kommt, dass Leute in Ruhestand gehen können und sich dann Fragen stellen, okay, will die nächste Generation, meine Kinder, das Unternehmen übernehmen? Traue ich mich nochmal zu investieren? Möchte die nächste Generation das überhaupt oder stehe ich vor einem Ausfall? Also, das sind unheimlich viele spannende Themen. Und wird Ratschlag, ja, zusammenfassend für den einzelnen Unternehmen würde ich anschauen, was passiert im Sektor, auch über den Sektortellerrand hinausschauen und Digitalisierung, so blöd ich das anhabe, als Chance sehen, umarmen, ja, keine Angst davor haben und sicherlich in diesen Zeiten keine Angst vor Veränderung haben. Stichwort Investition, eingangs von Ihnen gesagt, irgendwie bringt mich zu der Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen digitaler Transformation und den Kapitalmärkten? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch nicht mehr trennbar ist heute oder dass das sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt. Ja, aktuell, ich meine, da müssen wir uns mal anschauen, welche Einzeltitel, wie es so schön heißt, ja, Aktien von Einzelunternehmen, die ich nicht nennen darf, aber es gibt einige, die fangen mit A, F oder so anderen Buchstaben an. Die sind natürlich, gibt es auch nochmal, ja, die sind in den letzten anderthalb Jahren nochmal echt durchs Dach gegangen. Und warum? Weil an den Märkten aktuell ganz deutlich dieses Thema Digitalisierung, digitale Transformation gespielt wird. Dieser große War on Tech, also der Wettbewerb zwischen den USA und China um die Vormachtstellung bei Digitalisierung, Hightech. Und das ist das Thema, was an den Märkten gespielt wird. So, muss man mal aufpassen, ne? Auch lernen wir alle was anderes. Finanzmärkte sind nicht rational, die übertreiben auch mal gerne. Also es ist nicht so, dass es irgendwie, ja, alles, was jetzt vielleicht aktuell aussieht wie eine alte Industrie, ja? Die verarbeitende Industrie, Finanzdienstleister, also die jetzt aktuell eigentlich ganz hinten stehen bei diesem positiven Trend der Finanzmärkte. Da muss ich aufpassen, das kann sich auch immer wieder verändern. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre anschaue, ist natürlich digitale Transformation, das ist wirklich eins der führenden Themen. Finanzmärkte nehmen auch immer einen enorm großen Vorschuss darauf, auf was dann in der Zukunft mal kommen könnte. Ja, dieses Unternehmen T, was ja auch Autos macht, ist ein so ein Beispiel. Ja, da wird ein enormer Vorschuss darauf gemacht, dass zukunftsorientierte Technologien irgendwann auch mal richtig Profit abwerfen. Ob das jemals passieren wird, wissen wir nicht. Aber das ist, denke ich, definitiv ein Thema, was die Finanzmärkte deutlich spielen. Und dann ist natürlich die Frage jetzt auch als Einzelunternehmer, was sagt mir das? Ja, habe ich davon irgendwas? Nee, weil natürlich auch die meisten Unternehmen, sicherlich in Deutschland, die wir haben, sind nicht an den Finanzmärkten. Ja, das sind keine AGs. Die haben mittlerweile jetzt vielleicht auch im Laufe dessen, dass die Europäische Zentralbank ja auch Unternehmensanleihen kauft, ja, haben wir sozusagen die gehobenen Mittelständler, die mittlerweile auch da mal eine Unternehmensanleihe im Markt platzieren können. Da habe ich eigentlich zwei Trends. Ich habe einmal diesen Trend, der Finanzmarkt nimmt jetzt irgendwelche Entwicklungen vorweg. Und der andere Trend ist, dass, weil die Notenbanken Nullzinsen haben, negative Zinsen haben, das schöne There is no alternative, TINA, ja, für die Insider, immer wieder macht, dass natürlich eine hohe Nachfrage im Allgemeinen nach Aktien, nach Unternehmen ist. Ja. Und der Markt jetzt auch nicht, vielleicht nicht so stark differenziert, wie er das vielleicht machen würde, wenn die Notenbanken aktuell einen höheren Leitzins hätten. Bringt mich zur letzten Frage für heute, die wir halt ja seit vielen Jahren stellen. Wie wird 2021 aus Sicht des Chefvolkswirts der ING Bank? Also normalerweise bringe ich immer die Glaskugel mit, ja. Aber heute nicht. Wir gucken ins Wasserglas, ist halb voll oder halb leer. Von mir ist jetzt schon eher halb leer. Genau. Ich habe jetzt eigentlich seit dem Anfang der Krise gelernt, nur noch in Szenarien zu denken. Ja, das ist erstens, weil es Sinn macht. Zweitens, weil es auch verhindert, dass man irgendwelche schwachsinnigen Prognosen macht, die man dann nach 1-2 Wochen später eigentlich wieder einkassieren muss. Also von der Basisszenario, ja, wie sieht der ING-Volkswirt dieses Jahr die Wirtschaft? Auch können wir uns das alle nicht vorstellen, ja, weil dann, wenn wir hier fertig sind, setzen wir gleich wieder unsere Masken auf.
trotz aller kurzfristiger Probleme wird dieser Impfstoff ausgerollt werden. Werden wir sehen, dass wir im Sommer bei irgendwie 50-60% Impfquote sein werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ab dem zweiten Quartal auch wieder die ganzen Lockdown-Maßnahmen gelockert werden. Dadurch die Konjunktur automatisch, wie wir das ja jetzt 2020 auch schon gesehen haben, die Konjunktur wieder anzieht. Und dann kommt hinzu, und das hört sich aktuell vielleicht extrem euphorisch und optimistisch an, in der zweiten Jahreshälfte wird es richtig brummen. Weil alle wieder aufholen wahrscheinlich wollen. Oder? Alle holen auf, ja. Und wir haben natürlich immer noch diese ganzen Konjunkturpakete, ja, die weiterhin in der Wirtschaft sind, weil ja, der Wumms von Olaf Scholz, der braucht auch eine Weile, bis der wirklich in die Konjunktur erreicht hat. Wir haben jetzt in den USA mit Joe Biden jemanden, der auch noch mal ordentliche Konjunkturpakete zünden wird dieses Jahr. Dann habe ich weiterhin ja, extrem niedrige Zinsen, aber in diesem Basisszenario könnten wir in der zweiten Jahreshälfte wirklich zum ersten Mal seit der Finanzkrise sehen, dass die Weltwirtschaft in einem synchron verlaufenden Aufschwung ist. Ja? Und das hört sich vielleicht heute zu optimistisch an, aber bisher gehe ich eigentlich weiterhin davon aus. Ganz herzlichen Dank. Klingt nach einem spannenden Jahr. Ich freue mich drauf. Wir werden mal gucken. Es gibt einen neuen Podcast von uns, der fängt, glaube ich, Anfang Februar an. Da haben wir auch nochmal die Gelegenheit, da sprechen Sie mit unserem Podcast-Experten auch nochmal so ein bisschen über Digitalisierung, 20 Minuten. Bam, Bytes and More ist der Podcast und da sind wir auch ganz glücklich, dass Sie uns da Rede und Antwort gestanden haben. Auch herzlichen Dank dafür. Ich fand es toll. Ich denke, wir sehen uns im Laufe des Jahres das eine oder andere Mal nochmal, so wie wir das bisher immer gehabt haben. Und bis dahin bleiben Sie gesund. Ganz schönen Dank und schönen Tag noch.